Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal mit mir, Wolf vom Kabit. Und... Ach, da hinten laufen schon wieder Udams. Hä? Aua! Also manchmal, ne? Manchmal geht mir das Spiel auf den Keks. Aber auch nur manchmal. So, wie auch immer. Wegpunkt setzen. Und hinlaufen. 700 Meter waren das vorhin auch schon so viele? Ja. Bin ja böse. Gute Nacht. Ja, und der trifft uns natürlich auch noch, obwohl wir laufen. Ah, er ist tot. Geht doch. Eh, suchen. Ja, machen wir. Warum gibt er ihm Fleisch, wenn er gerade noch eh suchen stand? Was ist mit dir? Na egal. Hirschfell können wir später immer noch besorgen. So selten sind die Viecher ja nicht. Es müsste nur so eine Schnelltaste geben für Tier rufen und Tier wegschicken. Halt, das brauche ich. Ein Wildschwein. Geländeeigenschaften von unserem Charakter lassen zu wünschen übrig. Oh, das ist ja cool hier. Ist das Natur oder von Menschenhand geschaffen? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Ob da irgendjemand gezwungen hat, die Bäume so zu wachsen oder dass tote Äste sind und die so zusammengelegt hat. Okay, hier gibt es wieder Fleisch. Neuer Wiederauferstehungspunkt. Ach, dafür sind die Dinger da, okay. Das sind quasi Safe Points. Ernsthaft? Warum müsst ihr mir immer auf den Sack gehen? So, was haben wir hier? Hier Marie. Kommen wir da irgendwie hoch? Wow. Ich sollte hingucken, wohin ich laufe. Okay. Hoch kommen wir hier definitiv. Da kommen wir bestimmt auch hoch. Und dann kommen wir dem Lagerfeuer immer näher. Und wenn wir das Lagerfeuer da hinten haben oder das Lager haben, dann kommen wir auch unserem Säbelzahntiger sehr, sehr nahe. Was hat der denn Hübsches für uns erlegt? Ein Wildschwein. Sehr schön. Es war lustig, wie viel stärker unser Löwe im Vergleich zu gleichen Löwen ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die sich da ein bisschen mehr die Zähne dran ausbeißen. Zum Verhältnis. Und das knapper ausgeht. Beziehungsweise, dass ohne mein Zutun vielleicht gar nicht wirklich was gibt. Aber diese komischen Rothunde, die gehen mir besonders auf den Keks. Das sind diese typischen Gegner, die man auch bei RPGs hat. Die man am Anfang noch, also wenn man gerade so mit dem Spiel angefangen hat, total Probleme mit hat. Und dann, sobald man so 3 Level gestiegen ist, gehen die einem nur noch auf den Sack. So Krabben am Strand oder sowas. Das ist so der typische Nervgegner. Oder bei Gothic waren es irgendwann Wölfe. Und ich habe das Gefühl, diese scheiß Rothunde oder Wildhunde oder was auch immer das sind, genau dazu werden die mutieren. Beziehungsweise sind sie jetzt schon. Hä? Wer sieht uns hier? Wieso überlebt er einen Kopfschuss? Wie oft? Naja, egal. Kitty macht das schon.
immer nicht so ganz verstanden, warum die... Alter, wie viele Steine, Pfeile hat der denn jetzt schon im Kopf sitzen? Okay. Okay. Ich hab mich dann da gerade erwischt. Aua, mit einem Schlag? Krass. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ich den nicht umbringen kann, weil der eine Maske auf hat, oder was? Warum sind wir jetzt so weit weg davon gespawnt? Ist ja ekelhaft. Naja. Dann müssen wir da jetzt wohl irgendwie wieder hinkommen. Hier fehlt irgendwie noch so eine beruhigende... Ja, und ich werfe auch noch daneben. Aua. Ja, ich muss den Scheiß. Ich muss ihn jetzt ja hier wieder beleben. Alter. Was war das denn für ein Fail? So, ich nehme an, ja, von denen haben wir keine mehr. Da können wir uns auch noch ein paar machen. Haben wir auch nichts mehr von. Na gut. Dann halt das Übliche wieder mit Pfeilen. Wir haben auch wieder einen Begleiter. Da hinten sind auch die Vögel, die uns platt gemacht haben. Kann ich damit was anfangen? Nö. So, wo ist der nächste? Da. Okay, dich kann ich nicht untersuchen. Auch nicht schlimm. Hier wollten wir hin. Vielleicht sollte ich dem anderen Typen einfach mal einen Speer im Kopf werfen. Vielleicht hilft das ja. Den wir da nicht platt gekriegt haben, der mit der Maske. Oder wir sollten da vielleicht einfach Stroh hinlegen. Vielleicht hilft das ja. Wo kommst du denn her? Bleibst du wohl hier? Geht doch. Wieso Holzfall nur mal eins? Da gar nicht. Ich hatte doch schon mehr. Okay, komme ich da hoch? Eher nicht. Aber ich könnte es jetzt erstmal versuchen mit der Eule. Mal gucken, was es hier so gibt. Okay. Anscheinend nur drei Gegner. Ja, der scheint irgendwie ein Tank zu sein oder sowas. Okay. Hä? Der hat mich mit einem Treffer niedergestreckt. Mit einem. Krass. Okay.
dann würde ich behaupten, dass der Gegner definitiv zu stark für uns ist. Nee, nee. Dann werden wir uns wohl erst mit dem Säbelzahntiger 600, 700 Meter einlassen. Und dann nochmal wiederkehren. So zumindest jetzt mein Plan. Ob das aufgeht, werden wir dann sehen. Coole Gegend hier. Na, ja, da sind schon diese Wichs-Rothunde. Lagerfeuer entdeckt. Wuhu. Wir spawnen jetzt immerhin näher. Was ist das hier? Stammeskonflikt töten. Die Isila haben einen Fischergrund besetzt und die dortigen Venja verhungern. Töte ihren Anführer und durchsuche seine Leiche. Bonus XP für heimliches Vorgehen. Okay. Erreiche den Ort. Okay. Wer von denen ist der Boss? Wahrscheinlich er, ne? Na? Ja, passt doch. Tigerchen macht das schon. Aua. Aua. Alter, machen die Schaden. Hä? Alter. Super, jetzt machen wir die Scheiße nochmal von vorne, oder was? Haben wir genug Reichweite? Verstärkung ist auf dem Weg. Warum? Er hier ist das. Aua! Alter. Geht doch. Scheiße. Die sind anstrengend, die Jungs hier in Blau.
Das ist aber irgendein anderer Stamm, oder? Meine ich das nur? Hey, ich habe den immerhin mit einem einzigen Pfeil niedergestreckt, ne? Waffenrohstoffe wurden versteckt. Das ist doch mal immer schön. Und wir gehen jetzt mal weiter hier hin. Da ist ja auch ein Lagerfeuer, wo man dann respawnt. Da schaffen wir es vielleicht sogar noch in dieser Folge hin. Okay, das sind unsere eigenen Jungs, die da wieder rumbrüllen. Hä? Mach platt. Was haben wir hier? Südsteinstaub. Ja, da oben ist... Ja, ist mir egal. Er sterbt einfach. Wow. Spannen abbrechen. Bestienmenü. Party. Du bist doch das, was ich denke, dass du bist, oder? Na gut, dann mach den erstmal fertig. Der macht hier echt alles gerade platt, ne? Das ist jetzt ein Nashorn. Wo sind jetzt der Tiger hin? Ja, dann mach den mal da platt. Was haben wir da oben? Das ist auch mal so ein normaler Tiger. Die Unterschlupf, okay. Da ist er doch. Fuck. 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 Einsammeln, heilen. Was habe ich dir denn jetzt getan? Komisches Nashorn. Kommt jetzt aber nicht mehr rein, oder? Nö! Dein Ernst? Tu mir das nicht an! Scheiße! Okay. Dir fett, okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe M gedrückt. Nein, N. Scheiße. Aber, wieso sind wir denn hier? Toll. Ganz toll. Haben wir denn noch Köder? Wir haben noch Köder. Kann man die noch irgendwie verbessern? Köder. Eingeweidetasche. Köder. Okay. Habe ich die denn noch nicht freigeschaltet? Doch. Säbelzahntiger und... Ja. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Da war auch verdammt viel los an der Ecke. Gucken wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen.
Was haben wir denn da schon? Das ist bestimmt wieder so ein komisches Salzstein, Südstein, Stolz, da Gedöns. Und was ist es? Südsteinstaub, genau. Staub, der so auf dem Klumpen da hängt. Schon klar. So, ich will jetzt aber zumindest noch dieses eine scheiß Lagerfeuer, was da ist, erreichen. Dann wird wir da wieder spawnen. Lass mich doch in Ruhe. Wo kommen wir denn da hoch? Hier rüber. Hey. Eine Ressource für Pfeile. Lagerfeuer entdeckt. Geht doch. Hier wollte ich doch erstmal gar nicht. So, ausruhen. Lagerfeuer? Nee. Was auch immer das war. So. Einsammeln, 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 einsammeln. Können wir alles nicht, können wir alles nicht, können wir alles nicht. Gut. Wie kommen wir jetzt da hoch? Hier lang. Okay. Und irgendwo hier dürfte auch jetzt hier der allmächtige Säbelzahntiger rumrennen. Seid ihr? Ah, ihr seid Feinde. Super. Warum liegt der da rum? Hm. Irgendwie ist der gerade kein Feind. Hä? Achso. Sah gerade so aus, als würden die da schweben. Das ist nur ein Jaguar. Oh, sie ist von einem Jaguar platt gemacht worden. Wie peinlich. Und da geht er direkt auf den nächsten los. Oh, ja. Wir sind ja noch ein bisschen falsch. Wir müssen nach da hinten. Hehe. Das heißt, nochmal 200 Meter. Okay. Halt, dann gehen wir erstmal zurück. Oh, nee, wir gehen schon. Feigling. Oh, super, da kommt der nächste Wolf. Wir rennen jetzt einfach mal weiter vor. Kann ja nur schief gehen. Was ist denn hier? Hier leuchtet's. Ach, du leuchtest. Kopfschuss. Mhm. Mit einer Keule. Na, klasse. Warte. Ja, ich beiß ins Mikro. Naja. Dann schlafen wir jetzt hier erstmal, bis wieder Tag ist. Oder auch nicht. So. Ja. Das war Far Cry Primal für heute mit mir, Wolf vom Kabit. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und dann werden wir uns hoffentlich endlich den Säbelzahntiger aneignen. Ansonsten breche ich ins Essen. Bis dann, euer Wolf vom Kabit. Ciao, ciao.